Herzlich willkommen bei Aktien im Fokus. Heute mit einem Wert, der mit A beginnt. Nein, die Apple ist es nicht, auch nicht die Amazon, sondern die Adobe. Und dazu möchte ich den Roland Jegen auch gleich hinzunehmen, der mit mir gemeinsam die Aktie sich näher anschaut. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Tag. Ja, wir haben es schon verraten, um was es geht. Und wir haben das Unternehmen ja tatsächlich auch schon mal beleuchtet gehabt mit dem ganzen Produktsortiment. Das wollen wir heute nicht nochmal aufgreifen, sondern nochmal ein bisschen tiefer reinbohren, wer denn überhaupt die ganzen Produkte von Adobe nutzt. Genau, möchten wir uns näher anschauen und dann auch insbesondere die Aktie vor dem Hintergrund der Quartalszahlen, die dann auch in dieser Woche anstehen, hier näher beleuchten, ja. Ja, sehr gerne. Man sagt ja, das ist eher ein Instrument für Kreative. Das Instrument ist nur der allumfassende Begriff für die ganz vielen Tools, die es gibt. Der eine oder andere kennt ja nur Photoshop, aber da gibt es ja noch viel, viel, viel mehr. Photoshop ist natürlich das berühmteste, das berüchtigste Produkt. Und ich habe mir die Mühe gemacht, mal so ein paar Vorteile zu skizzieren, wer das so alles nutzt und in welcher Intensität. Genau, und da sind natürlich die Influencer, die es mittlerweile sehr viele davon gibt, sehr, sehr wichtig für Adobe, um ihre Produkte hier entsprechend auch zu vermarkten. Und ja, man hat sich da sehr, sehr breit aufgestellt in dem Bereich Social Media. Alles, was Bildbearbeitung, Videobearbeitung anbelangt, hat man da komplette Suiten für kreiert, die man dann entsprechend nutzen kann, um den Content auch sehr einfach dann zu veröffentlichen. Ja, sehr einfach ist das Fachwort, weil die meisten kreativen Content Creator, wie es so schön heißt, sehe ich ja auch auf Twitch rechts und links, wer dann einen Kanal hat und Grafiken einblendet, der ist kein ausgebildeter Grafiker. Also er versucht es selber. 6 von 10 Kreative, die haben noch einen ganz anderen Job, der gar nichts mit Grafik oder Content-Erstellung zu tun hat. Und der muss natürlich auch einfach klarkommen mit so einer komplexen Software. Und deswegen gibt es von vielen Adobe-Produkten auch eine relativ abgespeckte Version, die man zudem auch in der Cloud nutzen kann. Genau, das ist sehr positiv, dass mittlerweile die ganzen Produkte hier in der Cloud auch verfügbar sind. Das heißt, man kann die auch von jedem Rechner, von jedem Laptop aus bedienen und muss sich nicht immer komplett diese alles runterladen und lokal installieren. Das ist, denke ich, einer der großen Vorteile in diese Richtung, dass sich das Geschäft in diese Richtung entwickelt hat, ja. Genau, und da muss man kein YouTuber oder Streamer sein, sondern vielleicht auch als Privatnutzer gönnt man sich für wenige Euro oder Dollar im Monat dann so ein Adobe-Programm, um seinen Instagram-Account zum Beispiel ein bisschen aufzupimpen. Und Kreativarbeit ist ja für viele eben auch ein Punkt, um psychisch und auch vital zu bleiben. Das wird übrigens laut einer Umfrage hier sogar noch vor Sport und Musik hören angeführt. Ja, finde ich sehr interessant. War mir auch nicht bekannt, dass es wirklich hier mit an erster Stelle belangt oder angesiedelt ist, was die psychische Gesundheit anbelangt. Das ist wirklich interessant. Und da ist man, bietet man natürlich dann die richtigen Produkte an, damit diese Content Creator hier auch kreativ sein können und ja, sehr einfach ihren Content dann auch letztendlich verbreiten können. Genau, dich habe ich auch auf Twitter zum Beispiel gesehen. Ganz genau. So sieht's aus. Nach der Erstellung von kreativen Postings, wie man so schön sagt, oder Beiträgen, kommt natürlich auch immer die Kontrolle. Und da hat Adobe auch eine Menge im Repertoire, um die Daten auszuwerten. Und wenn man das Ganze als Unternehmen betrachtet, muss man ja auch solche sogenannten Social Media Kampagnen, wenn sie einmal ausgerollt und ausgestreut wurden, nochmal im Nachgang messen, um daraus Erkenntnisse zu ziehen für die Zukunft. Ganz genau, man möchte die Daten auswerten, was hat gut funktioniert, was hat weniger gut funktioniert, um dann vielleicht auch die nächsten Kampagne zu kreieren und dann auch zu veröffentlichen, ja. Ja, mit den ganzen Tools kann man sich ja fast schon vorstellen, dass das Unternehmen so breit aufgestellt, auch von den Umsätzen her, einiges zu bieten hat. Und tatsächlich, wenn man sich die Umsätze der letzten Jahre anschaut und auch so einen Forecast wagt auf die nächsten Jahre, dürften die weiter ansteigen. Das ist wirklich ein sehr stabiler Aufwärtstrend. Man sieht ja auch keinen Einbruch, weder im Corona-Jahr noch auch vorher. Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Trend, den die Umsätze von Adobe hier an den Tag legen, ja. Ich möchte fast meinen, im Corona-Jahr war es noch mal stärker nachgefragt, weil ja viele auch ihre Kreativität entdeckt haben, entdecken mussten, vielleicht auch im Homeoffice und dann auch noch mal im Nebenjob gerade dieses Content Creation für sich entdeckten. Und tatsächlich von den Bilanzgewinnen war 2020 ein sehr, sehr starkes Jahr.
Ja, sehr, sehr starkes Jahr und auch 2021 steht dem fast in nichts nach, also nur etwas geringer der Gewinn, jedoch weit höher noch als im Jahr 2019 oder 18. Von daher, das sieht auch von der Gewinnseite sehr, sehr positiv aus. Umso mehr freuen wir uns auf die aktuellen Quartalszahlen. Zuvor noch ein paar Fakten, die vielleicht so ein bisschen unbekannt waren. 1993, das PDF-Format zum weltweiten Standard, hatten wir in der letzten Sendung auch schon mal mit erwähnt und Photoshop auch erwähnt, aber nicht die Ausmaße aufgezeigt. Ich fand sehr, sehr interessant, seit es das Produkt gibt, seit 1989, dass das über den Mac auf den Markt gekommen ist. Das wusste ich auch noch nicht. Wusste ich auch noch nicht, da ist man wirklich zunächst den Weg über das Apple-Produkt, den Mac gegangen und dann erst später Photoshop auch für den PC letztendlich entwickelt und aufgelegt. Und ja, Photoshop hat bis heute Bestand und ist, denke ich, immer noch einer der wichtigsten Produkte hier, was die Bildbearbeitung anbelangt. Ja. Ja, und Adobe ist so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen zu dem Produkt. Das hat tatsächlich ein Werkstudent ins Leben gerufen und nicht die kreativen Gründer. Ja, es ist auch sehr interessant, dass daraus dann aus der Entwicklung eines Werkstudenten halt vielleicht das populärste Produkt des Unternehmens geworden ist. Ja, selbst die Frau hat mitgeholfen vom Gründer. Die Frau hat nämlich das Logo entworfen. Marva hieß sie. Und ja, das hat man das große A eingerahmt in die rote Logofarbe. Immer vor Augen. Da hat sich nicht viel getan in den letzten 20 Jahren. Aber bei den Bewertungen hat sich einiges getan. Die Analysten, die haben selbst gestern, als ich die Präsentation hier erstellt habe, nochmal ein Update abgegeben. Das ist jetzt eher in Richtung neutral bis kaufen. Also man wartet die Zahlen erstmal ab, weil sie eben so stark gestiegen waren im letzten Jahr, ob das Niveau gehalten werden kann. Ganz genau. Etwas abwarten, aber durchaus auch weitere Kaufempfehlungen bzw. Haltenempfehlungen hier von der Analystenseite zu sehen. Und hier sieht man auch Kursziele, mittleres Kursziel $466, was durchaus noch ein ganzes Stück weit entfernt ist. Ja. Ja, wie weit, das schauen wir uns jetzt mit dem Freestocks-Tool mal im Detail an. Ganz genau. Da schauen wir uns die Aktie hier im Freestocks Webtrader an. Ich übernehme mal kurz den Screen. So, da haben wir ihn. Und da habe ich die Aktie hier schon geöffnet. Da sieht man seit Dezember des letzten Jahres, sieht man doch hier einen Abwärtstrend, in den die Aktie übergegangen ist. Da folgte jetzt quasi der Ausbruch über eine Seitwärtskonsolidierung. Und in dieser Seitwärtsrange verharrt die Aktie immer noch auf der Unterseite begrenzt bei ca. 360, $365. Auf der Oberseite ist hier erstmal der Deckel bei ca. $450 aktuell gegeben. In diesem Bereich liegt aktuell auch der 200-Tage-Durchschnitt, der immer weiter nach unten zieht. Die anderen beiden gleitenden Durchschnitte, der 50- und 100-Tage-Durchschnitt, sind aktuell weniger relevant, also relativ flach verlaufen. Von daher, ja, aktuell pendelt die Aktie weiterhin in der Range. Ich denke, sollte man da entweder die nach oben ausbrechen, oberhalb der $450-Marke oder nach unten, könnte hier ein weiter richtungsweisender Impuls folgen. Von daher vielleicht erstmal noch abwarten und dann trendfolgend bei einem Ausbruch hier einsteigen. Ja, und das werden wir natürlich weiter beobachten. Wie du schon sagtest, die Quartalszahlen stehen bevor und vielleicht gibt es den einen oder anderen Impuls, wo wir auch in den kommenden Sendungen nochmal das Thema aufgreifen. Ganz genau, werden wir weiter verfolgen und dann auch darüber berichten. So machen wir das. Ganz lieben Dank für deine Expertise und bis zum nächsten Format Aktienfokus. Roland Jeden. Sehr gerne.